Letztes Jahr haben 100 Millionen Zuschauer die Wahl der Miss World verfolgt. Mehr als bei den Mondlandungen und dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Wunderschön, Schatz. Mom, nicht. Du und deine Schwester, ihr habt früher so gern Miss World gespielt. Wir haben auch gern unsere eigenen Puppe gegessen. Sie dürfen keine Makel haben. Und wenn die Maße nicht 90-60-90 sind, dann sind die Kurven nicht an den richtigen Stellen. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass Schönheit nicht alles dabei ist. Ja. Die Mädchen kriegen auch Noten für Charme, Haltung, Anmut. Badeanzüge. Die Proben für den Wettbewerb haben begonnen. In alphabetischer Reihenfolge, kommt schon. Jugoslawien, was willst du hier oben? Das ist A. Ich bin die erste schwarze Südafrikanerin, die teilnimmt. Ich bin die erste Miss Grenada. Ladies and Gentlemen, Mr. Bob Ho! Das letzte Mal, als Bob zu Gast war, hat er die Gewinnerin mit nach Hause genommen. Wir machen aus der Unterdrückung ein Spektakel. Machen wir unser eigenes Spektakel draus. Wir infiltrieren das Theater. Yeah! Wir rauchen nur und observieren, wie in einem Gangsterfilm. Wenn ich gewinne, wird es kleine Mädchen geben, die vielleicht anfangen zu glauben, sie hätten auf dieser Welt einen Platz. Wir sind schwarz. Wir werden nie Miss World. You don't own me. Wir sind nicht auf dich wütend. Ich freue mich darauf, deine Optionen im Leben zu haben. Man kriegt nur einen Haufen Blitzlichter ins Gesicht. Ich bekomme nicht so viele Blitzlichter ab. Bitte halten Sie mich nicht für einen Rüpel, der nie eine Frau im Team haben will. Ich bin immer gerne mit einer Frau im Team. Scheiß drauf. Schäm dich, Bob! Der heutige Abend könnte der Anfang von etwas sein, Bob. Dieser Wettbewerb zwingt uns, Konkurrentinnen zu sein. Und er macht die Welt für uns alle kleiner. Warum sollte eine Frau sich ihren Platz in der Welt verdienen müssen, indem sie besonders aussieht? Sie müssen es nicht, er muss es nicht. Warum müssen wir es?